Hey Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder einen DM-Haul für euch in einer speziellen Version. Und zwar sind es alles Dinge, die ihr mir vorgeschrieben habt, die ich kaufen soll. Ihr habt mir eure Empfehlungen über Instagram geschickt und ich habe mir einiges davon rausgepickt. Es wurde ein großer Haul, die Rechnung war auch nicht klein. Aber ich freue mich auf die Sachen. Ich zeige euch mal, was dabei rumkam. Fangen wir direkt mal an. Und zwar war die Aufgabe etwas für Soap Brows. Habt noch Soap Brows nicht wirklich ausprobiert, glaube ich. Die meisten kennen es wahrscheinlich, wenn nicht. Es geht einfach darum, dass ihr Seife nehmt, um die Augenbrauen in Form zu halten. Und meistens geht es um diese buschigen Augenbrauen. Ne? Und gerade da braucht man halt diesen Halt. Ja, warum nimmt man da nicht einfach Augenbrauengel? Das soll mit der Seife tatsächlich besser halten und besser diesen Look ergeben. Auf jeden Fall denkt ihr, ja, gehe ich halt los, hole ich irgendeine Seife. Ich habe recherchiert und zwar ist es am besten, ihr habt eine, die durchsichtig ist oder fast durchsichtig, damit ihr eben diese Farbe nicht drin habt. Wenn es eine weiße Seife ist, kann es halt sein, ihr habt so einen Weißschleier drin. Ne? Am besten eine, die jetzt nicht super viel Parfum und irgendwelche Stoffe drin hat. Soll man am besten Glycerinseife holen. Und ich habe jetzt hier die von Naturschön. Das ist wieder eine Untermarke von Alverde. Gut, Duft hat die schon. Die ist Richtung Zitrone. Kein synthetischer Duft zumindest. Keine Konservierungsstoffe sind drin. Ja, okay. Auf jeden Fall werde ich das jetzt auch nehmen für meine Augenbrauen. Ich nehme sonst gerne Gel. Aber ich finde halt auch gerade, ich habe hier auch ein bisschen ne, vollere, dass das manchmal halt nicht so gut hält. Und dann werde ich, ihr müsst das Bürstchen ein bisschen nass machen, dann da reingehen und dann macht ihr eure Augenbrauen. Dann habe ich ein bisschen geschummelt. Das ist ehrlich gesagt etwas, das nehme ich fast immer EDM mit, aber es wurde mir auch oft vorgeschlagen und zwar die Yeti Augenpads. Ich liebe diese Augenpads und gerade jetzt, wo es wärmer ist, ist das sowieso super schön, angenehm an den Augen, erfrischend. Und ich finde schon, dass meine Augenpartie sehr viel frischer aussieht, deswegen gehen die eigentlich jedes Mal mit. Und ich glaube, die blauen sind mittlerweile so mein Favorit. Dann wurde mir noch aufgetragen, etwas gegen Hornhaut, um die zu entfernen. Ich habe lange überlegt, okay, was hole ich, weil ich habe diese Pfeile. Auf jeden Fall habe ich gesehen, schon mal, dass es diese elektrischen Dinger gibt, also solche Roller, die dann von selber laufen und dann ist das schon mal praktisch, aber ich muss das nur noch so hinheben. Dann waren aber die immer so teuer von Scholl, glaube ich, gibt's nicht. Und es gibt jetzt welche von Balea. Elektrischer Hornhautentferner. Super sexy, ne? Gut, danach sind eure Füße sexy, sagen wir mal so. Das hat wohl zweimal, also da ist voll viel drin, zwei Rollen, drei Rollen hat das. Und die Batterien sind auch schon dabei. So, hier ist noch eine Schutzkappe. Ich gehe einfach mal hier so entlang. Das prickelt. Okay, ich probiere es doch mal kurz in meinem Fuß aus. Weil ich frage mich, ob das kitzelt. Das kitzelt echt. Aber es ist angenehm. Es ist überhaupt nicht zu rau. Aber so der erste Eindruck ist ganz gut. Ich mache weiter mit der nächsten Gerätschaft. Das ist aber kein elektrisches Gerät, sondern was zum selber Rollen. Und zwar, ich bin da eh schon ein paar Mal drumherum geschlichen im DM. Massageroller mit Kühleffekt. Och Leute, jetzt mehr denn je, ne? Jetzt, wo es so heiß ist, morgen hat 36 Grad. Da werde ich das direkt mal in Betrieb nehmen. Ich habe mir das noch gar nicht so genau angeschaut. Also vorher eine Stunde in den Kühlschrank legen. Und dann könnt ihr das anwenden. Abends vor allem so einmal so beim Fernsehen an den Armen entlang fahren. An den Beinen. Kommt bestimmt auch in Gesichtern. Ja, Körper- und Gesichtsmassagen. Läuft. Dann kann man auch den Partner so massieren, ne? So, apropos Kühleffekt, da wurde mir noch was vorgeschlagen, was ich ganz cool fand. Ich glaube, das war auch neu von Alverde. Der Hydro Eye Roll-On mit Hyaluronsäure. Hm, ja, doch. Riecht okay. So, Alverde dufte ich halt, aber irgendwas ist noch drin und dran. Gletscherwasser Seetang-Extrakt. Nice. Vor allem, ich finde, man hat mehr Schwellungen im Gesicht jetzt, wo es warm ist. Und da ist so ein Roll-On ganz nice, damit man eben dieses Puffige hier unter den Augen ein bisschen entgegenwirkt. Auch das sehr geil, wenn man es vorher im Kühlschrank macht. Ich muss gestehen, ich mache das dann doch nicht so oft, wie ich es mir vornehme, weil mir dann einfach der Weg zu weit ist. Ich glaube, ich muss, wenn man mal umzieht, irgendwie die Küche in die Nähe vom Bad bauen. Noch mehr kühlende Sachen. Ihr wart sehr schön on point mit der aktuellen Situation und wie es mir geht, weil ich auch auf Instagram erzählt habe, dass ich durch die Hitze nicht so gut schlafen kann. Wurde mir empfohlen, ein kühlendes Fußbad. Das mache ich, kaufe das Falsche. Ich habe es nur eben jetzt erst gesehen, dass ich die kühlende Fußmaske erwischt habe vom B-Routine. Die hatten aber auch sowas fürs Fußbad. Naja, ist auch bestimmt nicht schlecht. Ich hatte halt mal die schlechte Erfahrung, mit der die gewärmt hat, dass das zu heiß wurde am Fuß. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sage, oh Gott, das ist jetzt zu kühl. Sorgt für kühlende Entspannung, vierfach Wirkkomplex für ein weiches Hautgefühl. Vielen Dank für die Empfehlung. Ja, wo ich mich noch bedanken muss, es wurde sich gewünscht, dass ich was von Cher kaufe. Ich hätte jetzt auch was anderes holen können, aber wir haben schon die Handseife da. Ich hatte auch vieles schon, was ihr vorgeschlagen habt. Ihr kennt mich einfach zu gut, ne? Duschgel habe ich gerade viel zu viel da, aber Snacks.
Share. Die haben nämlich auch leckere Sachen. Ich dachte, wenn es von der Marke schon so viel Schokolade gibt, die auch noch vegan ist, dann nehme ich das gerade mit. Ich hatte nur auch mal von euch auf Empfehlung dieses Meersalz-Ding, das war nicht meins. Das hier klang aber gut, Schoko-Heidelbeere. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe Hunger. Weiß nicht, wie ich den finde. Na doch, geil. Also die sind schon süß, aber es ist halt so, ja, auch super viel Nuss drauf. Es ist halt nussig. Boah, weil das Video fertig ist. Ihr wisst ja, was ich mache. Ja, es blieb nicht bei einer Schokolade. Und zwar habe ich mir noch, das hier geholt, die ist nämlich neu, Nougat. Schweizer Bio-Schokolade. Edelbitter außenrum, innen ist es wohl Nuss-Nougat. Warum sich die Zuschauerin gewünscht hat, ist ja, dass bei Share immer, wenn man was kauft, wird dann auch was gespendet. Deswegen auch der Name. Und hier zum Beispiel sind die Partner Caritas und Tafel Deutschland. Das heißt, so nach dem Motto, ne, ihr kauft Essen und Essen wird dann auch noch, also es wird was in Richtung Essen auch gemacht. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Dann denke ich mir, warum nicht, ne? Dann habt ihr mir ganz viel Baby, werdende Mama, zum Stillen, kam ganz, habe mich jetzt mal auf drei Sachen beschränkt. Ach ja, plus zwei Bonussachen, die ich noch nicht kenne. Und zwar gab es zwei Sachen nicht. Und dann habe ich Olli gebeten, dass er mich überrascht. Also er hat sich zwei Sachen ausgesucht, die ich von seiner Seite noch zeigen soll im Haul. Die würde er mir jetzt gleich bringen. Die hat er nämlich extra abkassiert und deswegen weiß er nicht, was ist. Und zwar, voll gut, dass sie mir das empfohlen hat, weil das wollte ich sowieso für den Wickeltisch holen. Beziehungsweise halt für die Erstausstattung. Reinigungswattepads. Zum Wickeln. Für mich eine gute Alternative als feuchte Tücher. Feuchte Tücher würde ich halt die holen, habe ich jetzt gelernt, wo eben einen sehr, sehr hohen Wasseranteil hat. Trotzdem ist für mich die bessere Alternative einfach leicht warmes Wasser und solche Pads. Und feuchte Tücher dann vielleicht, wenn man es halt geschwind gerade kein Wasser da hat oder so, ne, unterwegs oder ja, mittendrin. Aber auf jeden Fall kommt beides bei mir auf den Wickeltisch und die hier sind eben von Babylove aus 100% Baumwolle zur täglichen Reinigung von Kopf bis Fuß. Also kann man auch mal, ne, wenn man da irgendwie was wegmachen will oder so und deswegen sehr, sehr praktisch. Und dann hatte mir eine Zuschauerin geschrieben, Veleda Calendula Produkte. Und dann dachte ich, ja, okay, klingt geil. Ich guck mal, was das so für mich gibt. Aber das ist eine reine Babyreihe auch. Also zumindest für die Babys geeignet. Man kann natürlich auch immer die Babysachen für sich selber verwenden. Da habe ich mich entschieden, einmal für das Pflegeöl. Und zwar hatte ich vor, als Öl fürs Baby auch nur reines Öl zu holen. Also zum Beispiel Biomandelöl ist einfach super. Dann habe ich bei dem aber gesehen, da sind tatsächlich nur zwei Inhaltsstoffe drin. Und das fand ich mega als Öl. Also vielleicht mache ich das dann mal ins Bad. Dann nimmt man das zum Massieren oder zum Pflegen eben von der Haut. Also so ein Ölchen neben dem Wickeltisch ist auch nicht schlecht. Da ist tatsächlich nur Sesamöl drin und eben dieses Calendula, also Ringelblumenblüten. Extrakt. Und die Flasche ist aus 97% recyceltem Kunststoff, sehe ich gerade. Das ist auch sehr nice. War auch nicht günstig, aber ich weiß ja auch von unserem Haarölprodukt, dass natürlich reines Öl ist halt so das Beste, was ihr machen könnt. Dann habe ich mir aus der Reihe noch den Wind- und Wetterbalsam geholt. Der hat jetzt auch ein bisschen mehr Inhaltsstoffe drin, aber zum Beispiel der Duft, der ist auch von einem natürlichen ätherischen Öl, also dann ist es wieder nicht so ein synthetischer, weil unser Baby kommt ja im Oktober. Eben für das kalte Herbst- und Winterwetter dann so eine Creme. Testen wir dann einfach mal aus, wie es ihm so gefällt und was das so macht, damit man die Hände, sofern eben nicht in dem Handschuh drin, und das Gesichtchen damit eincremt und auch ein bisschen schützt, habe ich gedacht, ist das nicht schlecht. Ne, das fettet dann und dann durch die Fettschicht habt ihr halt eben ein bisschen Schutz und Pflege sowieso. So, und jetzt kommen noch Ollis Überraschungsprodukte. Ich liebe sowas, ja. Ich liebe es, mich überraschen zu lassen. Bin gespannt, ob er was für mich hat oder fürs Baby. Oder beides. Ich habe vier Sachen schon. Vier? Oh Gott, ich sehe schon was. Oh Gott, ist das süß. Okay. Komm. Olli ist außer Atem, weil er ist so lieb. Er ist gerade mitten im Workout. Er trainiert ja jeden Tag. Weil ich stelle, ich gucke noch nicht so genau. Willst du kommentieren oder soll ich einfach selber schon? Das ist Chance. Kenn ich alles. Weil ich auch alles gut finde. Achso, okay. Okay, also du hast, warte, du hast zwei Favoriten von dir, sehe ich schon. Ja, das ist auch ein Favorit. Etwas praktisch, ist auch ein Favorit, ja. Und etwas Neues. Auch ein Favorit. Okay, danke, mein Schatz. Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Also Olli hat Sachen nachgekauft, die wir beide sehr gut finden. Beziehungsweise eins ist eher so dein Ding. Und zwar das Balea Creme Peeling. Stopp. Mag ich, aber das findest du von Hello Body nicht besser. Du hast auch gut, ja. Ich mag auch das. Also ich mag halt das von Hello Body ein bisschen besser, muss ich sagen. Aber ich mag so das aus. Ein bisschen besser. Ja? Ja? Okay, also Olli mag das Balea Creme Peeling ein bisschen besser. Kannst du ruhig weiter trainieren, gell? Achso, ja.
hat er sich halt nachgekauft. Ich freue mich ja sehr, dass mein Mann die Hautpflege so annimmt und mittlerweile auch, manchmal muss ich ihn noch daran erinnern, dass er seine Haut eincremt. Er hat ja auch eher eine empfindliche Haut, eine leicht trockene Haut und dann, ja, oder Sonnenschutz oder so erinnere ich ihn auch mal dran, aber ist halt typisch Mann, ne? Dass er überhaupt auf die Idee kommt, sich ein Peeling nachzukaufen, also nicht schlecht. Und dann, das lieben wir beide, das Protein-Müsli mit Kakao-Nips, so Nuss. Aber lasst euch nicht täuschen, es ist kein so ein volles süße Müsli. Es schmeckt halt sehr gesund und es ist auch sehr gesund. Also wie gesagt, es hat halt 28% pflanzliche Proteine, ist natürlich ganz vegan, so für uns. Und hat halt so, ja, Amaranth und Sojaflocken und Nüsse und ich mache das immer als Topping auf mein Obst. Ich mache mal Joghurt, Proteinpulver rein, Obst und dann das und sogar noch ein bisschen Nussmus. Also es ist wirklich eine Proteinbombe dann morgens. Und dann hat er noch unseren Weichspüler nachgekauft von Ecobear. Sensitive Weichspüler. Ich denke und hoffe mal, dass der eben auch für die Babysachen geeignet ist. Da könnt ihr mir auch mal gerne sagen. Aber wenn ihr jetzt Empfehlungen habt, die meisten Waschmittel und Weichspüler sind nicht vegan. Und dann fragt man sich so, hä, was ist jetzt da drin? Und es ist ganz ehrlich sehr, sehr eklig. Also es ist nicht mal so, dass ich sage, ja, wenn man jetzt nur vegan lebt. Ich glaube, viele finden es einfach generell, denken sich so, will ich damit meine Wäsche waschen? I don't know. Also es sind wohl Schlachtabfallprodukte involviert. So, aber es gibt ja ein paar, zum Beispiel Frosch habt ihr mir mal empfohlen und das Ecovert. Das ist vegan-friendly. Falls ihr sagt, das wäre schon gut, das ist ja schon mal sensitive, oder muss ich mir da was anderes holen? Ich habe die Sachen alle noch nicht gewaschen, weil alle noch nicht eingeräumt, weil diese Abtrennung fehlen mir noch für meine Wickelkommode. Aber sobald es da ist, werde ich euch dann auch entweder vloggen, wenn ich mal alles so zusammen habe, oder auch meinen Story zeigen. So, apropos, und das habe ich gemeint, was es süß, hat er so einen kleinen Body gekauft. Voll goldig. Boah, wir brauchen noch einige von diesen Wickelbodies. Aber ich glaube eher Langarm dann. Wobei, vielleicht mal für zu Hause. Braucht auch sowas Kurzärmiges. Aus 100% Baumwolle. Also im DM findet man auch wirklich richtig süße Babysachen. Wir haben auch schon einige, zum Beispiel von meiner Mama geschenkt bekommen. Da haben süßen Design. Das ist echt goldig. Och man, ist das süß, dass er dran gedacht hat. Das ist schon mein Lieblingsartikel aus dem ganzen Haul. Ihr könnt ja mal schreiben, was euer Lieblingsartikel ist. Wie ihr die Sachen so fandet oder habt ihr schon Erfahrungen mit den Produkten, sagt mir Bescheid und abonniert gerne meinen Kanal für weitere Videos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Habt einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.